Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über die Funktionsweise von Computern. Heute wollen wir uns um ein Betriebssystem kümmern. Ja, und zwar werden wir uns anschauen Microsoft Windows, einfach weil es in der Bürowelt die meisten Leute mit Windows arbeiten. Ja, das ist der Platzhirsch unter den Betriebssystemen. Vielleicht nicht, wenn man alle Devices so mit einbezieht, ja, wenn man die Telefone mit einbezieht und so weiter, da schaut es nicht mehr so gut aus, aber auf unserem PC, und um den geht es uns in diesem Fach, ja, ist Windows bei weitem das vorherrschende Betriebssystem. Gut, also wir haben gesagt, ihr habt den Computer aufgedreht, der Computer hat einen Selbstcheck gemacht, dieses Firmware da drauf, bei mir ist es glaube ich ein BIOS, und hat dann das Betriebssystem gestartet und jetzt sehe ich, da sitze ich vor meinem Ausgabegerät, heißt das, ja, ein Output-Device ist das für den Computer. Das ist ein Bildschirm, das werden wir sich anschauen, was gibt es für Ausnahme auf, das ist ein Bildschirm. Ja. Entschuldigung, dass ich das überhaupt erwähne, aber es wird, dass es irgendwie eine vollständige Sache wird. Bildschirm. Und da sehe ich jetzt ein Bild. Ja. Ja. Bild. Schön. Ja. Dieses Bild hier kann man nur verzieren mit einem Bild, ja, aber das wird Desktop genannt. Was ist ein Desktop? Ein Desktop ist genau sowas da. Ja, das ist der Desk, ja, ein Tisch, ja, und der Top vom Tisch, ja, Tischplatten. Das sind die Tischplatten, die Arbeitsplatte. Ja, deswegen heißt das Desktop. Okay. Also, Tischplatte, Tischplatte, Desktop. Und am Tisch, ich meine jetzt, wenn ich hier schaue bei mir, ist es vielleicht kein gutes Beispiel, aber eigentlich soll es am Tisch aufgeräumt sein. Und so schaut es halt bei mir aus. Ein paar Sachen, die ich öfter brauche, liegen halt hier rum. Ja? Und das ist. Mit was fahre ich da übrigens durch die Gegend? Das ist ein Mauszeiger. Ja, da, schau, da ist er. Wie bewege ich den Mauszeiger? Mit der Maus. Das ist eine Maus. Maus, ein Eingabegerät. Ja. Die Maus, wenn ich die nach oben schiebe, fährt der Mauszeiger nach oben. Wenn ich es nach unten schiebe, fährt der Mauszeiger nach unten. Wenn ich es nach links schiebe und nach rechts schiebe, reagiert der Mauszeiger entsprechend. Ich habe zwei Knöpfe, einen linken Mausbutton, einen rechten Mausbutton und ich habe ein Rad, bei dem ich drehen kann. Diese Maus hat dann auch noch da auf der Seite Button, aber die vergessen wir mal. Das sind die üblichen Geräte. Und das Rad kann ich auch noch drücken, weil das Rad hat nämlich auch eine Button-Funktion. Also ich habe drei Buttons da eigentlich zur Verfügung. Ja? Linker Button, rechter Button, mittlerer Button und mittlerer Button kann ich auch drehen. Ja? So, klick, klick. Und da ist schon was passiert. Im Hintergrund, das schauen wir uns jetzt an, was da passiert. Und zwar, ne? Mit dem linken Mausbutton kann ich irgendwas auswählen. Ja, also wenn ich da mit meinem Mauszeiger auf irgendwas drauf zeige und dann drauf drücke, dann ist es ausgewählt. Dann sehen wir, dann ist das so ein bisschen hinterlegt. Jetzt wähle ich das hier um aus. Ja, das sieht man eigentlich relativ schlecht, gell? Bei dem Hintergrund. Ich schiebe es einmal da in einen dunklen Bereich. Wie schiebe ich das? Ja, indem ich den Mausbutton halte und dann irgendwo anders hinbewege und dann den Mausbutton wieder loslasse. Klack. Ja, passt. Okay. Und jetzt sehen wir schön den Rahmen rundherum. Und wenn ich das hier auswähle, dann ist er das hier ausgewählt. Okay? Also mit der linken Maustaste. Wenn ich irgendwo mit der rechten Maustaste hindrücke, dann kommt das sogenannte Kontextmenü, heißt das. Ja? Und zwar, je nachdem, wo ich hingeklickt habe, schaut das ein bisschen anders aus und da kann ich mir was aussuchen. Ja, da fahre ich irgendwie durch die Gegend. Ja? Und kann mir was aussuchen, zum Beispiel Ansicht, Symbole automatisch antworten. Dann drücke ich mal drauf, was passiert da? Mit der linken Maustaste, Bug. Jetzt ist er oben. Schön. Ja. Ansicht. Jetzt ist das angehakt, ich will das nicht, gebe ich weg. Jetzt kann ich es wieder frei anordnen. Ja. Also das ist der Desktop. Ja. Arbeits. Kann ich irgendwelche Sachen hinlegen?
So passiert es. Wenn ich einen Doppelklick, also Doppelklick heißt zweimal hintereinander auf so ein sogenanntes Icon heißt das. Hinter einem Icon verbirgt sich immer irgendwas. Das ist meine User-Interaktion. Ja? Also wenn ich jetzt dort einen Doppelklick drauf mache, dann startet bei mir da das Arduino Programmierumgebung. Brauchen wir jetzt nicht, das ist nur ein Beispiel gewesen. Ja? Schaut gleich wieder aus, machen wir gleich zwei. So schaut ein Fenster aus. Ja? Fenster hat da oben ein paar Icons. Ja? Das hier ist nach unten legen. Wupp, minimieren. Dann liegt es da unten in dieser sogenannten Taskleiste drinnen. Also das da ist die Taskleiste und da sehen wir, da ist, hat sich das Fenster, da sehe ich nur mehr das Icon. Das ist genau das gleiche Icon wie das, was ich gestartet habe, ist jetzt da unten. Und wenn ich da wieder drauf drücke, wupp, ist wieder da. Ist wieder da. Wunderbar. Okay? Das rechte hier, das ist maximieren. Wenn ich da drauf drücke, dann nehmen wir mal, dann wird das Fenster so groß wie möglich auf dem Bildschirm dargestellt, wie es nur irgendwie geht. Ja? Und wenn ich das wieder ausschalten will, dann schaut es wieder aus wie vorher. Am Rand kann ich das Fenster in der Größe variieren. Da kann ich entweder auf dem rechten Rand klicken, dann wird der Mauszeiger wird dann so ein Pfeilchen, Doppelpfeilchen. Und wenn ich dann drücke und halte, und dann kann ich es größer machen, links, rechts, nach oben und nach unten. Nach oben und unten tut es in dem Fall nichts, ja, aber links, rechts. Wenn ich unten, kann ich rechts auch, Entschuldigung. Ja. Und wenn ich das oben mache, dann kann ich es nach oben größer und kleiner machen. Wenn ich es unten mache, kann ich es nach unten größer und kleiner machen. Ja. Cool. Und dann gibt es auch noch die Ecken, da wird so ein schräger Mauszeiger, schau, und da kann ich es. Mittlerweile ist das jedem klar, hoffentlich. Ja. Ich denke, jeder von uns hat schon mal mit einem PC gearbeitet, aber es gehört der Vollständigkeit halber dazu. Und wenn ich die Applikation nicht mehr will, dann kann ich da auf das X klicken, dann ist es weg. Dann ist es weg. Okay? Gut. Und wo sehe ich jetzt die Programme, die ich so installiert habe? Ja, also wo sehe ich die Programme, die ich alle starten kann? Die liegen ja offensichtlich, hoffentlich, ich meine, habe nur zwei Programme installiert. Ja, da gibt es hier links unten. Ja, oder das ist hier ist Windows in der Version 11. Ich habe das so eingestellt, dass das links unten ist, weil es mir besser gefällt. Die Standardeinstellung von Windows ist, dass sie hier in der Mitte ist. Aber das Icon, wo man draufklickt, schaut immer gleich aus. Das sind dieses Fenster. Windows Fenster schaut gut, ist ein gutes Icon für Fenster. Ja. Drückt man drauf, buk, dann kommt das Startmenü. Ja. Da kommt das Startmenü und da kann ich, das wird automatisch angeordnet mit, ich weiß nicht nach welchen Richtlinien, weil es sind nette Apps, die ich immer starte. Mail, Kalender habe ich überhaupt noch nie gestartet, Solitär auch nicht. Weiß nicht. Ja. Aber wenn man da auf alle Apps klickt, da kriegt man nachher eine Auswahl an allen Programmen, die sich hier ins Startmenü eintragen haben lassen. Okay. Und da kann ich mir halt was aussuchen. Ja, da suche ich mir jetzt irgendwas aus und ich suche mir aus hier den Explorer zum Beispiel. Ja, drücke ich drauf, Book. Da ist der Explorer. Wunderbar. Ja. Und was ich hier sehe, sind viele Sachen. Sehr viele Sachen. Ja. Am einfachsten ist, man geht auf dieser PC da links unten, weil das da oben sind alle Shortcuts, die sind später mal praktisch, aber hier auf dieser PC und hier sehen wir die Laufwerke. Das sind Netzwerklaufwerke hier unten. Ja. Die interessieren uns jetzt einmal nicht. Ja. Und hier in meinem PC gibt es zwei lokale Datenträger und die lokalen Datenträger heißen bei mir C und lokaler Datenträger und Mediadank, C und D. Ja? Wenn ich hier einen Doppelklick auf so ein Laufwerk drauf mache, dann sehe ich das sogenannte Root-Verzeichnis. Also das ist drinnen in diesem Laufwerk. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Ja, wie Windows die Dateiablage organisiert. Das werden wir machen im nächsten Video, werden wir uns anschauen,
wie ist das jetzt mit dem C und warum heißt das C und was ist da drunter und wie ist das alles aufgebaut? Die Dateistruktur von Windows werden wir uns etwas ansehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.